wie und warum sich unsere Ernährung weg von einem natürlichen Mineralstoffverhältnis entwickelt hat und warum Zivilisationskrankheiten katalysiert werden, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Guten Morgen. In unserer westlichen Gesellschaft haben wir in den letzten Jahrhunderten ein extrem stark verschobenes Verhältnis von Kalium zu Natrium entwickelt. In den letzten Jahrhunderten ist der Konsum von Fertigprodukten geradezu explodiert, ebenso wie der Konsum tierischer Produkte, und zeitgleich bewegen wir uns im Durchschnitt immer weniger. Wir machen weniger Sport. Dadurch hat sich der Säure-Basen-Haushalt in unserem Körper stark verändert, da eben diese Fertigprodukte und auch die tierischen Lebensmittel beim Abbau Sulfat, Phosphat und Chlorid entstehen lassen, was stark anorganische Säure bilden lassen. Gleichzeitig hat die Zufuhr an basenbildenden Anionen, die aus vollwertiger pflanzlicher Rohkost diese Effekte ausgleichen könnten, stark abgenommen. Ein Beispiel für die Arbeitsweise dieser basenbildenden Anionen habe ich schon in einem anderen Video anschaulich dargestellt. Das findet ihr oben in den Infokarten. Da erkläre ich euch, warum Kohlensäure für unseren Körper nicht schädlich ist, da sie von dem Bicarbonat-Puffersystem neutralisiert wird. Dafür braucht es aber dann eben auch die basenbildenden Anionen. Die Ionenverhältnisse innerhalb der Zellen ändern sich ebenfalls auch durch eine Veränderung der Mineralstoffaufnahme. Insbesondere eben das Natrium und das Kalium spielen dabei eine große Rolle. Das Video zur Kalium-Natrium-Pumpe habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden, da ich in meiner Anfangszeit noch mehrere Themen in einem Video abgehandelt habe. Aber ein anschauliches Beispiel dazu habe ich aus dem Buch von Dr. Jacobs, wo es auch zeigt, wie wichtig das Verhältnis ist, auch wenn man im Detail jetzt nicht weiß, wie diese Kalium-Natrium-Pumpe funktioniert. Wenn ihr das nochmal haben wollt, die Kalium-Natrium-Pumpe, dann tue ich euch das explizit nochmal als eigenes Video vorstellen. Und zwar geht es um die Yanomami-Indianer, die sich sehr sehr kaliumreich und Natrium ernähren. Die kennen weder Bluthochdruck noch Nierenversagen. Gegensatz zu unserer westlichen Welt, wo diese natriumreiche Ernährung zur Halbierung der Nierenleistung im Alter führt, bis hin zur Niereninsuffizienz, also einem chronisch unterschiedlich ausgeprägten Versagen der Nieren. Das nennt man Niereninsuffizienz. Denn die Nieren, die bevorzugen basenbildende Kaliumverbindungen als Säurepuffer. Aber stattdessen müssen sie das toxische und stark alkalische Ammoniak nutzen. Und nicht nur ein erhöhter Blutdruck ist die Folge, sondern auch Insulinresistenz und Osteoporose. Der Säure-Basen-Haushalt und der Elektrolythaushalt, die spielen ganz stark zusammen, und eine chronisch latente Übersäuerung, wie man das nennt, führt zu einem Kalium- und Magnesiummangel, und das sowohl aus auch in den Zellen, und ja, und ebenso ist auch ein Kalziumverlust damit assoziiert in den Knochen. Da reicht es nicht, wenn man noch viel Milch trinkt. Milch und Kalzium oben, Video. Alles nur, weil wir zu viel Natrium aufnehmen. Aber dann nochmal zur Kalium-Natrium-Pumpe. Diese Pumpe sorgt also für die intrazelluläre Verteilung von Natrium und Kalium. Das bedeutet, sie steuert die Ionenkonzentration und beeinflusst damit den elektrochemischen Gradienten und das Potential der Zellmembran. Also einfach ausgedrückt, sorgt es für die elektrische Spannung der Zellen. Das ist so unglaublich wichtig. Wenn das nicht in Ordnung ist, fällt unser Körper in sich zusammen. Wie ihr ja auch schon wisst, wenn ihr meine Videos hin und wieder mal verfolgt, wir bestehen zu 99,99999% aus Energie. Und wenn das energetische Gleichgewicht nicht funktioniert, dann geht einfach gar nichts mehr. Kalium und Natrium sind dafür extrem wichtig. Und umso mehr Kalium-Natrium-Pumpen es gibt, umso mehr kann diese Spannung auch optimal gehalten werden. Das ist genau wie so ein Boot, was ein Loch hat. Wenn ihr nur so eine kleine Wasserpumpe habt, dann geht ihr wahrscheinlich unter, weil es nicht reicht, da zu pumpen, und sterbt. Auch selbst wenn die Pumpe mit Höchstleistung Wasser abpumpt. Wenn ihr aber 20 oder 30 Pumpen habt, dann bleibt ihr am Leben. Die Anzahl vorhandener Natrium-Kalium-Pumpen wird durch Training, wird durch die Schilddrüsenhormone, Insulin, Kaliumüberladung und ja auch manche Polyphenole nach oben getrieben. Das bedeutet übersetzt Bewegung, Jodsupplementierung, vollwertige pflanzliche Rohkost und High-Carb-Makronährstoffverteilung. Das sind die wichtigen essentiellen Dinge für viele Kalium-Natrium-Pumpen. Die Pumpen werden aber weniger bei Inaktivität, bei Kaliummangel, bei Schilddrüsenunterfunktion und Alkoholismus, sprich tierische Ernährung, Jodunterversorgung, Bewegungsarmut und ja eben Alkoholkonsum. Erkennt ihr die Zusammenhänge?
ist es nicht so einfach. Der Körper hat natürlich auch Ausweich- und Alternativprogramme. Klar, unser Körper kann sich wunderbar anpassen, deswegen sind wir an der Spitze der Nahrungskette. Zum Beispiel kann er statt Kalium auch Ammonium in die Zelle pumpen, was aber dann den Stickstoffgehalt der Zelle erhöht und dann zum künstlichen Aufblasen der Gefäßmuskulatur führen kann und damit Bluthochdruck verstärkt. Ist dies dann erstmal passiert, da kann man das auch einfach nicht mehr rückgängig machen und man einfach sagt, okay, dann esse ich einfach jetzt viel mehr Kalium und alles wird gut. Ne? Sondern da muss man dann mit anderen Mitteln arbeiten, wie zum Beispiel mit einem Eiweißfasten und damit den Blutdruck wieder zu normalisieren. Das würde aber jetzt auch zu weit führen, das steht aber auch in dem Buch von Dr. Jacobs sehr sehr gut beschrieben und auch etwas fachlicher korrekt ausgedrückt und entsprechend auch immer belegt in seinem Studienverzeichnis. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine esoterische Schundliteratur, sondern das ist ein richtig empfehlenswertes wissenschaftliches Buch. Ne? Denn wir alle wissen, ohne wissenschaftliche Belege, das ist alles nur Blabla. Alles, jedes Buch, was ohne Verweise irgendwas sagt, das ist im Endeffekt wissenschaftlich gesehen in unserem Denker nur Blabla. Das können wir als Erfahrung annehmen, aber es ist nichts, worauf unser Denker sich, ja, wo unser Denker fußen kann. Und jeder und gerade in der heutigen Zeit in unserer Medienlandschaft kann sich klug anhörenden Müll erzählen. Und wenn man das nur oft genug wiederholt, dann wird dieser klug anhörende Müll wird es zu einer Wahrheit. Und da müsst ihr echt aufpassen. Also schaut euch immer an, dass immer Quellen bei eurem Wissen vorhanden sind. Egal wo ihr Wissen herbekommt. Wo sind die Quellen? Wo kommt das Wissen her? Das ist ganz ganz wichtig. Deswegen verlinke ich auch immer alles, was ich in dem Wissensvideo präsentiere, auch immer unten, wo die Quellen her sind. Ne? Also wer sich dafür interessiert, das Buch von Dr. Jacobs, unbedingt reinschauen. Wie gesagt, zwei Bücher, die ich absolut bedenkenlos empfehlen kann, ist das Buch von Dr. Jacobs und auch das Buch von Dr. Michael Greger. Auch beides dauerhaft in der Infobox unten verlinkt. Richtig, richtig gute wissenschaftliche Bücher. Und wer nicht so viel Geld hat, der kommt einfach mal zum Potluck und fragt mich vorher, da bringe ich das Buch mal mit und da könnt ihr einfach mal reinschauen und reinlesen. Ne? Alles kein Thema, einfach mich anschreiben. Das ist aber sein Geld absolut wert. Ne? Wie gesagt, unten verlinkt. Hoher Blutdruck ist eines der Risikofaktoren für frühzeitiges Ablegen und verantwortlich für 13% aller Todesfälle auf der Erde. 13%! Da ist alles dabei, das sind Selbstmorde, Unfälle und so weiter. 13% geht auf den hohen Blutdruck zurück. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Ne? Pusht euren Kaliumkonsum und verringert die Natriumaufnahme. Dazu Jod supplementieren und jeden Tag ausreichend sportliche Aktivität, Makronährstoffverteilung auf High Carb umstellen. Ne? Was High Carb ist, da habe ich auch mal ein Video gemacht. Das ist nicht unbedingt das 80-10-Zählen. Ne? High Carb heißt einfach, die Masse eurer Energie sollte aus Kohlenhydraten kommen. So. Und da, also meine persönliche Erfahrung, meidet Kartoffeln, Nudeln und Reis. Ne? Muss ich auch dazu sagen. Aber macht dies alles nicht mit einem, oder aus einem Druckgefühl heraus, sondern macht das mit Freude, weil ihr euch liebt. Und wenn ihr die Liebe zu euch verloren habt, dann lasst erstmal alles andere fallen. Job, Familie, Verpflichtungen und kümmert euch darum, euch selbst zu lieben und wertzuschätzen. Ne? Um den natürlichen Drang, sich um sich selber zu kümmern, wiederzubekommen, entstehen zu lassen und dass ihr euch wieder ins Gleichgewicht bringt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und so denn ihr mich abonniert habt, dann sehen wir uns morgen früh wieder. Alles Liebe, euer Christian.